So, bei der Leinenruhigung ist wichtig. Zuerst positioniere ich mich selber beim Tisch, ja, wie ich sitze. Dann positioniere ich den Hund, dann mache ich Spannung. Liegt er, hebe ich nur den Fuß kurz. Ich stelle ihm nicht weg den Fuß, sondern nur kurz heben, dass die Leine locker ist. Damit der Hund entspannen kann. Weil bleibt die Leine weiter auf Spannung, kann der Hund nicht entspannen. Und wenn der Hund so entspannt, wie er jetzt ist, dann ist es perfekt.